Der nächste Lightning Talk ist von Adrian Weng zum Thema OSM Mapathon auf der Konferenz der Geodäsie-Studierenden. Viel Spaß. Genau. Wir haben einen Mapathon auf unserer Konferenz gemacht. Wir, die Konferenz der Geodäsie-Studierenden, vertreten im deutschsprachigen Raum die Geodäsie-Studierenden, und wir haben ein Netzwerk, wo unsere Fachschaftsmitglieder dabei sind, und wir treffen uns zweimal im Jahr und haben da praktisch Netzwerktätigkeiten, aber auch irgendwie Fachexkursionen oder solche Dinge. Und wir haben auch AGs, wo wir dann zum Beispiel fachliche Themen besprechen, und da haben wir jetzt einen Mapathon eingeführt. Das Ganze wird immer an einem anderen Standort ausgeführt, und dahinter steht auch ein Vorstand, der gewählt ist und die Arbeit im Hintergrund erledigt. Wo kam die Motivation her? Wir lernen im Studium viel mit Geodaten und auch mit OSM-Daten. Und dann haben wir uns gedacht, warum nutzen wir unsere Tätigkeiten nicht, um das auch für einen guten Zweck praktisch zu verwenden. Insofern haben wir dann, habe ich von dem Konzept Mapathons dann erst irgendwann erfahren und fand das eine gute Idee und wollte das praktisch in unsere Konferenzen mit einbauen. Da gibt es dann Organisationen wie Missing Maps oder diesen HOT, Humanitarian Open Street Map Tasking Manager, die das Ganze schon professionell mehr oder weniger organisieren, und da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen. Das ganze Problem liegt daher, dass zum Beispiel auf der südlichen Welthalbkugel keine vollständigen Daten vorhanden sind, sowohl in Google Maps hier, da ist einfach der kommerzielle Gedanke dahinter, oder auch in OpenStreetMap sind da oft große Lücken. Und Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder das DRK brauchen diese Geodaten einfach, um ihre Hilfe gut koordinieren zu können. Und dann kommen die Mapathons auf den Plan. Zum Beispiel haben wir jetzt hier so ein Luftbild, und da sehen wir, da müssen wir jetzt noch viel mappen, dass die Hilfsorganisationen wissen, was wo ist. So sieht das zum Beispiel dann nach so einem Mapathon auf OpenStreetMap aus. Das Ganze kann passieren, wenn ein Erdbeben passiert, zum Beispiel in Marokko oder in Syrien und Türkei wie im letzten Jahr, aber auch irgendwie Hungersnöte oder Impfkampagnen, da braucht man auch Geodaten, da sind auch die Hilfsorganisationen aktiv. Das wird dann zum Beispiel über diesen Hot Task Manager koordiniert, da können dann einfach Projekte eingestellt werden, wo gerade dringend gemappt werden soll. Und da kann man sich dann auch unabhängig von dem Mapathon einfach mal in seiner Freizeit engagieren. Und so sieht es dann in der Tat aus, dass wir hier zum Beispiel ein Luftbild haben, und da digitalisieren wir jetzt zum Beispiel Gebäude und klicken die ab, und dann gibt es da zum Beispiel danach Schätzungen, okay, so viele Gebäude gibt es da, so viele Leute wohnen da und so viel Hilfe brauchen wir vor Ort. Es werden aber auch Straßen oder tatsächliche Nutzungen oder andere Dinge noch gemappt. Und so sieht es dann vor Ort aus, wenn viele Studierende in so einem Raum auf einer Konferenz sitzen und zusammen mappen. Und da ist einfach der Gedanke, dass man dann zusammen auch ein bisschen mehr Spaß hat bei der Sache und man zusammen einfach viel mehr bewirken kann. Wir haben das jetzt schon zweimal letztes Jahr durchgeführt. Einmal auf der Congeos Karlsruhe im Sommersemester, einmal auf der Congeos in Oldenburg im Wintersemester. Und hier sieht man so, wie viel wir so erreichen können. Also innerhalb von 2-3 Stunden können wir da über 1500 Gebäude mappen. Und da waren wir einmal für das Erdbebengebiet in Syrien und einmal in Marokko tätig. Genau. Noch ein kurzer Ausblick. Wir veranstalten jetzt auch mit Ärzte ohne Grenzen im April einen Online-Mapathon, um auch so ein bisschen andere Leute noch zu erreichen und ein bisschen aktiv zu sein. Und unser nächstes Treffen ist in Stuttgart im Mai. Da machen wir natürlich auch wieder einen Mapathon. Den wollen wir jetzt langfristig etablieren, weil das auf gute Resonanz gestoßen ist. Und hier kann man uns noch erreichen. Das ist im Internet oder auch Social Media. Und E-Mail könnt ihr uns auch erreichen. Wir haben natürlich auch einen Förderverein, der das Ganze unterstützt. Insofern danke ich für die Aufmerksamkeit.